Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge F1 2019 hier bei Heisenberg zockt. Ja, heute ist der große Tag, alles oder nichts in Abu Dhabi. Brasilien haben wir gewonnen, leider Herr Weber halt Zweiter geworden und deswegen wird es jetzt nochmal unnötig spannend. Sagen wir es mal so, ich habe die Liste rausgesucht mit den Punkten. Jetzt gab es ein bisschen Verwirrung, nicht nur bei mir, nämlich es hieß mal, dass im letzten Rennen bekommt der Sieger, ne nicht nur der Sieger, alle bekommen die doppelten Punkte. Das wurde 2014, glaube ich, angeführt, wurde aber relativ schnell wieder, nee, stimmt nicht mal, das wurde 2019, glaube ich, sogar erst wieder gequittet, also wieder abgeschafft. Also das gilt offensichtlich tatsächlich nicht mehr. Wäre uns natürlich entgegengekommen, das ist ganz klar. Oder gab es nur für den Sieger die doppelten Punkte? Das kann auch sein. Auf alle Fälle, es ist nicht mehr. Also es ist ganz normal. Platz 1, 25 Punkte. Platz 2, 18. Dritter Platz, 15. Vierter, 12. Das heißt, im Umkehrschluss, wisst ihr was, wir gehen erst mal gucken, ob wir die Tabelle gleich noch sehen. Ja, da sehen wir sie. Ja, das hat gut geklappt. Wenn das Rennen auch so klappt wie das, na dann perfekt. Also, folgende Situation. Fangen wir hinten an bei Herrn Leclerc. Der hat 305 Punkte. Der könnte uns noch holen. Wenn wir zum Beispiel ausscheiden, er gewinnt, dann hat er Platz 2. Das ist aber, denke ich, eher unwahrscheinlich. Dann, das Wichtige. Lukas Weber mit 337, wir mit 326. Das heißt 11 Punkte dahinter. Das würde heißen, wenn wir das Rennen gewinnen, kriegen wir 25 Punkte. Dann darf er nicht Zweiter werden, weil sonst kriegt er 18. Das heißt, er hätte 7 mehr als wir, wenn ich das jetzt richtig rechne. Wenn er Dritter wird, dann passiert was ganz Interessantes, dann haben wir nämlich gleich viele Punkte. Also, weil dafür kriegt er 15. Wir kriegen, ich muss es anders sagen. Wenn wir Erster werden und die beste, die schnellste Runde haben, dann haben wir 26 Punkte. Dann kann man das geschickt ausrechnen. Platz 3 gäbe 15 Punkte, das heißt, ja, wir hätten tatsächlich gleich viele Punkte. Und dann weiß ich gar nicht, was dann entscheidet. Ich glaube, die Pole Position, die man hat, da wüsste ich nicht, wer besser war, Weber oder wir. Das wird dann ganz interessant, dann geht das Rechnen tatsächlich los. Wenn er Vierter wird und wir gewinnen, dann sind wir Weltmeister. Also, für uns geht es einfach darum, wir müssen gutes Rennen fahren und wir müssen die Kiste gewinnen. Alles andere hilft nichts. Also, wir gehen rein und schauen mal. Ich nehme euch noch mit. KI lassen auf 78. Ich mache jetzt keine Experimente mehr, das ist klar. Ich werde auch die Ideallinie nochmal lassen, aber zum letzten Mal. Und da greife ich sogar ein bisschen vor, weil nach diesem Rennen ist nicht Feierabend. Ich spiele noch weiter. Mir gefällt das Spiel so gut. Ich möchte da noch einen Schritt weiter gehen mit den Schwierigkeiten etc. Das können wir aber am Schluss gucken. Jetzt wollen wir erstmal Weltmeister werden. Nein, das wollte ich gar nicht. Ich wollte hier rein. Und dann haben wir, glaube ich, nee, haben wir doch nicht. Wir haben hier tatsächlich Time-Dingens. Fehlbaum können wir nichts machen. Motor ist okay. Wir gehen. Nein. Moment. Man merkt man es, ich bin tatsächlich einmal mehr ein bisschen angespannt. Nein, ich wollte nicht raus. Aber so angespannt, dass ich hier nicht mehr weiß, was ich tue, eigentlich nicht. Ach, come on. Hab's gleich. Moment. Wie gehe ich hier rüber? Na. Also jetzt wird es aber kunterbunt. Also irgendwie, das ist das Lenkrad, sorry. Weil irgendwie funktionieren die Knöpfe interessanterweise wieder. Hä? Nicht mehr? Come on. Oh Gott, ich habe noch gesagt, das ist ein gutes Zeichen. Jetzt hier rüber. Auch nicht. Okay, wie ging ich hier rüber? Mit dem? Sag mal. Aber die Knöpfe haben tatsächlich auch nicht getan. Aber so gut, dass das funktioniert hat, wir gucken uns mal die Tabelle an. Und dann reingekommen. Ich blende euch das übrigens noch ein. Das werdet ihr gemerkt haben mit den Punkten. So gut das jetzt geklappt hat mit der Tabelle, die gleich gekommen ist, so schlecht hat das jetzt geklappt mit dem nächsten Wochenende. Ich hoffe mal, das ist nicht auch ein Omen. Also, das Wetter wäre noch wichtig. Ich nehme euch mal noch mit bis zum Wetter. Nächstes Wochenende KI lassen wir, wie gesagt. Das ist okay. Oh, ich bin echt, das gibt's doch nicht. Wie vor einer Schulprüfung früher. Mein Gott, es ist nur ein Spiel, Heisi. Ja, ist es auch nur. Also die Welt geht nicht unter, wenn wir es nicht schaffen. Aber es wäre natürlich schon klasse, Weltmeister zu werden. Bei Formel 1 wäre tatsächlich mal was Schönes. 6 Nachrichten. Wow. Wochenvorschau, Entwicklungen abgeschlossen. Da ist nochmal was mit dem Getriebe gemacht worden. Wetter. Wow, okay. Das ist schon mal top. Kein Regen. Es ist nicht nass. Es ist bewölkt und abends ist es nachts. Abends ist es nachts. Ja, ihr wisst, was ich meine. Entwicklung, okay. Leistungsvergleich. Alles egal. Wow, wir haben Glück gehabt. Das Wetter ist okay. Das war jetzt wirklich noch das Wichtigste. Der Motor ist auch okay. Okay, dann würde ich sagen, wir sehen uns im Rennen. Außer was passiert im Qualify. Noch was Wichtiges. Ansonsten sehen wir uns im Rennen. Und dann ist wichtig. Dann darf der Herr Weber nicht Dritter werden. Okay, bis gleich.
So, da sind wir also im Rennen. Und ja, jetzt ist der große Moment gekommen. Pole Position haben wir. Platz 1, eine Sekunde vor Verstappen hatten wir in der Quali. Lief also sehr gut. Weber auf der 3. Und wenn es jetzt so im Rennen ausgehen würde, dann hätten wir Folgendes. Ja, genau, dann hätten wir Punktegleichheit. Das wollen wir eigentlich nicht. Also, wir können aber nur für uns gucken. Wir fahren jetzt. Ich hoffe, wir gewinnen. Ich gebe alles. Das könnt ihr mir glauben. Und der Herr Weber, der sollte halt irgendwo Platz 4, Platz 5. Dann wären wir Weltmeister. Wenn er Zweiter wird, ist er Weltmeister. Dann haben wir keine Chance. Das wissen wir. Also, auf geht's. Ich habe das extra nochmal gesagt. Ich blende es vielleicht nochmal kurz ein. Den Punktestand etc. Beziehungsweise die, nicht den Punktestand. Wir wissen, wir sind 11 Punkte hinter Weber. Nicht den Punktestand der Saison, sondern die Punktetabelle. Wie viele Punkte man für was bekommt. Vielleicht blende ich das nochmal kurz ein. Weil ich glaube, das Intro, was ich gesprochen habe, ist ein bisschen, weiß auch nicht, konfus. Weil, ja, eben. Es geht jetzt doch um den WM-Titel. Gut, also wir starten das Rennen. Gleich fette Mischung. Und jetzt, wenn es irgendwie geht, vielleicht die Pole Position verteidigen. Bis zu der Kurve da vorne. Und sonst müssen wir halt wieder ein bisschen reagieren. Beziehungsweise, oh, da kommen sie von beiden Seiten. Oh, da kommen alle von beiden Seiten. Aber guck mal. Oh, ja, ein bisschen gerempelt, aber okay, wir sind auf der 1. Und ich sehe keinen Weber. Ah, ja, ja, jetzt werde ich schon wieder nervös. Nicht nervös werden. Verstappen, verteidigen Sie bitte Ihren zweiten bzw. dritten Platz. Gelbe Flagge, Weber ist raus. Na, ich weiß es nicht. Oh, das wäre es noch. Eieiei. So, wir sind zuvorderst. Wir haben ein bisschen Platz. Oh, das läuft perfekt. War jetzt vielleicht wieder nicht ganz so sauber zu Beginn, aber ich erinnere gerne nochmal daran. Leute, Leute. Wir fahren hier vielleicht dem WM-Titel entgegen. Also da möchte ich nichts hören von wegen, das war nicht so sauber, weil das interessiert keinen. Solange wir nicht direkt wieder einen reinkacheln, um ihn rauszuballern, ist doch alles okay. So, Ja, wir kriegen sogar ein bisschen Platz. Ich habe noch nicht gesagt, das Wetter, das ist okay. Das ist einfach bewölkt ein bisschen. Und die Flügel stehen auf 2 und 3. Also sehr schnell das Ganze. Habe ich ganz bewusst gemacht, weil wir haben hier doch ein paar schnelle Stellen. Und da möchte ich einen Vorteil haben gegenüber den anderen. Ganz klar. So, und bis jetzt hat sich das ja auch ausgezahlt. Mal gucken, wie das dann am Schluss aussieht. Ich sehe natürlich wieder nicht, wo Weber ist. Aber solange der nicht hier unter den ersten dreien ist, ist alles okay. Kein Ding. Also er ist maximal Vierter. Das würde heißen, wir wären Weltmeister. Schnellste Runde. Das heißt, wir wären im Moment bei 26 Punkten, wenn es jetzt fertig wäre. Und das brauchen wir auch. Also wir brauchen die schnellste Runde. So, ich konzentriere mich ein bisschen. Entschuldigung. Ich rede gerne nachher ganz, ganz viel, wenn wir Weltmeister sind. Oder wenn wir es halt nicht sind. Dann werde ich auch noch was erzählen. Definitiv. Nein, ich bin eigentlich guter Dinge. Also, ja, 14 Runden haben wir. Ja, machen wir mal so 8, würde ich sagen. Plus, minus mit den roten, dann auf die gelben wechseln. Ja. Ein paar Infos zu Leclerc. Er wird langsamer. Anscheinend hat er ein Problem mit seinem Auto. Oh, schlecht, das ist unser Teamkollege. Das ist ganz schlecht. Nicht, dass unser Auto auch ein Problem hat. Ich habe nochmal einen kleinen, irgendeinen Teil habe ich nochmal ausgetauscht. Der war so ganz ein bisschen gelb. Wir hatten da noch ein frisches, das habe ich noch installiert. Also ein frisches Teil. Einfach damit überhaupt nichts schief gehen kann. So, und da oben, ich möchte nicht, dass sich da oben was bewegt. So dürfen wir gerne fertig werden. Und das ist natürlich Käse, wenn jetzt Leclerc Probleme hat. Arg als Dritter. Wenn dahinter Kollege Weber ist, dann haben wir natürlich schon wieder ein Problemchen. Also dann dürft ihr rechnen. Das kann ich nicht, ich muss fahren. Da dürft ihr dann mit dem Rechenschieber hantieren. Da stand eh in den Kommentaren, dass man jetzt wieder rechnen muss während des Rennens und dass das nicht so toll ist. Aber ja, es ist halt alles wie es ist. Das sage ich gerne immer wieder. So, wie viel Abstand? Schon wieder schnellste Runde. Wow. Also ich würde ja jetzt mal grundsätzlich sagen 2,7 haben wir. Das ist fett. Aber man sieht, denke ich, die KI 78, die ist hier schon wieder zu tief. Also ich müsste mit einer höheren KI fahren, weil sonst, ich fahre jetzt allen wieder davon. Ist mir jetzt aber wirklich auch gerade völlig egal, beziehungsweise ich finde es gut, weil es geht jetzt nicht um dieses Rennen. Es geht tatsächlich darum, dass wir noch Weltmeister werden können. Da fahre ich gerne mal allen davon.
Aber eben, ich habe ja schon angesprochen, ich möchte nochmal eine Saison machen. Und dann werde ich mit der KI nochmal raufgehen, ganz klar. Dann fahren wir auch nicht um den WM-Titel, weil ich muss gucken, was ich dann sonst noch verändere. Die Linie hier, die kommt weg, die Ideallinie, beziehungsweise ich mache so, dass ich einfach in den Kurven noch die Anzeige habe, ansonsten ist die weg. Mal gucken, ob ich die Traktionskontrolle vielleicht sogar ausstellen kann. Das ist halt wirklich dann schwer. Also mit diesem Gerutsche, was ich da die ganze Zeit habe. Ich habe es ja schon mal getestet. Nicht in einem Video, glaube ich, aber so außerhalb. Und das war nicht wirklich cool. So, oh, jetzt ist Butler Dritter. Das ist auch schön. Ich mag den Dämon. Plötzlich mag ich ihn. Das ist unser Hauptkonkurrent von früher. Aber ja, alles nur nicht Weber. Weber ist ja eigentlich unser Freund. So hart kann Sport sein, dass man dann plötzlich irgendwie ja, den Erzfeind beglückwünscht, weil er den Freund aufhält, Weltmeister zu werden. So, und ich glaube, ich kann tatsächlich hier ohne Probleme auch ein bisschen erzählen, weil wir haben eigentlich genug Vorsprung. Wir nähern uns dem Boxenstoppfenster. Du wirst mit Mediums weiterfahren. Wir glauben, drei, dass wir eine okay. gute alternative ja. Strategie haben. Könntest du den aktuellen Plan durchziehen oder es mit dem neuen versuchen? Ich freue mich gerade, dass wir immer mehr Platz zwischen uns und Platz 2, zwischen Verstappen kriegen. Das würde ich gerne beibehalten. Zur Strategie kann ich dir gleich was sagen. Da nach der nächsten Kurve uapsa, kommt die Gerade. Da habe ich Zeit. So, allora. 8 oder 6. Ja, ich würde schon eher zu 8 tendieren. Die Reifen sind nämlich noch okay, das ist kein Ding. Hotlap können wir auch noch lassen. Ja, ein bisschen zu spät gebremst, das merke ich hier, aber damit können wir leben, würde ich sagen. Kein einziges Mal DRS, das kann ein sehr schlechtes Zeichen sein. Bei uns ist das ein gutes, weil dann sind wir nämlich von Anfang an vorne. Auch wenn wir dort ein bisschen Geschubse hatten zu Beginn. Also, es hat ja genau das gebracht, was wir wollten. Wir sind vorbeigekommen. Und es ist im Moment tatsächlich immer noch so, tatsächlich. Wir sind Weltmeister nach jetzigem Stand. Butler auf der 3. Oh, wenn sich das nur nicht dann in der letzten Runde plötzlich irgendwie ändert. Ich sehe es kaum. Plötzlich in der letzten Runde taucht da Weber auf Platz 3 auf. Weil der Herr Butler wieder irgendwie noch ein Problem hat. Aber ich will mal nicht den Teufel an die Wand malen. So, wie viel Abstand haben wir jetzt? Kann ich, glaube ich, erst nach der Kurve gucken. Ja, weil die muss ich hier noch konzentriert nehmen. Oh, 2-4, kommt näher. Oh, nö, 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 nö. Okay. Ei, wir hatten 3 Sekunden vorher. Also, Herr Eisenberg, fahren zu schnell, fahren zu schneller. Verstappen hatten wir schon mal im Genick. Das war in dem Rennen, wo ich dann in der letzten Runde noch eine Abkürzung genommen habe. Und dann haben wir Platz 1 verloren. Gefällt mir nicht, dass der näher kommt. Runde 5. Ich würde nicht in der 6 rein und die Reifen wechseln. Würde ich tatsächlich nicht. Ich würd dann in Runde 8 rein. So wie wir es jetzt eigentlich abgemacht haben. So, jetzt nochmal Zeitmessung. Wenn er jetzt noch näher gekommen ist, dann werde ich, glaube ich, das Reden tatsächlich mal für ein Momentchen einstellen müssen. Aber es ist immer noch von der Reihenfolge her, ist es perfekt. Es ist genau so, wie es sein muss. Wir zuvorderst und dahinter nirgends ein Weber. Aber der Verstappen, der kommt näher. Ich sehe es, ich habe es gerade gesehen. 2,5 sind es jetzt. Und Leclerc ist halt weg. Das ist natürlich klar, wenn er tatsächlich ein Problem hat mit dem Fahrzeug. Boah. Vielleicht dann doch die Reifen schon bald mal wechseln. Eigentlich sind es ja noch okay, aber ja, irgendwie so richtig... Sauber fühlt sich das Ganze nicht mehr an. So, nochmal ein bisschen verloren. Mal gucken. 2,3, schon wieder 2 Zehntel. Ja, ich muss schneller fahren. Der holt uns ein. So viel zum Thema KI ist hier schon wieder fast schon überfordert. Nein, nein, nein. Aber nicht Herr Verstappen. Der ist alles andere wie überfordert. Der ist uns auf der Schliche.
Gefällt mir nicht. Mir gefällt die Tabelle, mir gefällt aber nicht, dass Herr Verstappen so nah rankommt. Vor allem, ich muss dann irgendwann natürlich mal noch mit der Hot Lap zurück. Wow, okay, das ist tatsächlich, aber das ist schon den Reifen geschuldet, dass es mich hier so abdreht. Eieiei. Dann gehen wir der siebten. Ich fahre die zu Ende. Die Runde. Mach nochmal eine, dann gehen wir rein. Weil Herr Verstappen ist wahrscheinlich eh schon drin. Wenn Auto putt, dann kann der eh nicht mehr groß was machen. Oh, nicht abkürzen. Das Problem hatten wir schon mal. Wir hatten das schon mal, als Herr Verstappen uns im Genick saß. Zustand deiner Reifen. Okay. Du solltest noch eine Weile fahren können, bevor du dir Gedanken machen musst. Ja, aber irgendwie rutsche ich und mache ich eben trotzdem. Ich rutsche und tue. Und das möchte ich eigentlich nicht. Verständlicherweise. So, jetzt nochmal den Check. Boah, er kommt tatsächlich ran. Er kommt massiv ran. Das sind schon wieder 4 Zehntel, die er dazu gewonnen hat. Er ist auch auf roten Reifen, okay. Wir brauchen wieder Energie. Reduziere den ERS-Einsatz. Ja, habe ich. Und jetzt muss ich aber wieder rauf damit, okay. Bestätigt. Du kannst am Ende dieser Runde reinkommen. Dankeschön. Ja, er hat schon noch einen Abstand. Also und jetzt mit frischen Reifen. Ich meine, er hat natürlich auch jetzt abgefahrene, aber er ist mit abgefahrenen Reifen schneller wie mir. Das gefällt mir nicht. Und das scheint eine Qualität zu sein von ihm. Dass er mit abgefahrenen Reifen einfach schnell ist, im Gegensatz zu uns. Weil das hatten wir schon beim Regenrennen, als es durchgehend geregnet hat. Da hat Verstappen am Schluss irgendwie 4-5 Plätze gut gemacht. Und er hatte auch die grünen Reifen die ganze Zeit drauf. Also von daher. Und ich hatte ja nur noch Probleme am Schluss. Ganz, ganz übel. Vielleicht fährt er halt zu Beginn schon runter. Das kann natürlich sein. Und nachher, gegen Ende hin, gibt er dann volle Pulle. Das ist natürlich auch möglich. So, jetzt habe ich das wieder besser erwischt als auch schon. Ich höre ihn schon. Oh, nö, come on. Naja, wir müssen jetzt eh an die Box. Dann wird sozusagen neu gemischelt. So, zurück mit ERS. Er kommt auch. Oh je. Haut drauf, die Schinken, und zack, raus. Los. Ja, das müsste reichen, dass wir vor ihm rauskommen. Sehr gut. Ja, aber das ist natürlich, ja. Das ist nicht wirklich ein Abstand. Oh Gott, jetzt muss ich mich echt nochmal mit Verstappen rumbatteln. Ach, der fährt doch immer noch. Okay, gut zu hören. So, einfach schnell fahren, gar nicht überlegen und nicht die ganze Zeit labern, sondern hier konzentrieren. Es sind die letzten Runden in dieser Saison. Stroll geht an die Box, also wir sind nominell sozusagen immer noch Erster. Oh, jetzt hat aber Kürat. Ach, der ist auch noch nicht an der Box gewesen. Okay, der hat sich aber tatsächlich noch dazwischen geschoben. Also nicht mehr Verstappen, ist hinter uns. Ist alles egal. Jetzt ist er wieder, okay. Kaum sage ich. Ist alles egal. Wichtig ist, dass in diesen drei Dingen dort, dass wir zu oberst stehen und dass Weber nicht drin steht. Noch 6 Runden sind. Und jetzt hat Verstappen doch wieder 3 Sekunden Rückstand. Ich glaube, der wurde durch diese, durch den Kürat oder wie der heißt, wurde er wahrscheinlich aufgehalten. Deswegen hat er nochmal Zeit verloren und das ist natürlich sensationell gut. Dann komme ich hier nicht dermaßen unter Druck, dass ich in den letzten 2 Runden dermaßen volle Pulle fahren muss, dass es dann noch kacheln kann. Das wäre ja auch was. In der vorletzten Runde noch in eine Mauer rein. Halleluja. Gehen wir ein bisschen runter. Okay, wir sind wieder zuvor. Das Stroll ist. Gut gemacht, damit jawohl. Du auf P1. Ich weiß, Chef. Du führst das Rennen an. Ich weiß, Chef. Ich fahre dem WM-Titel entgegen. Das hat bei Ferrari, glaube ich, noch keiner gemerkt.
Zau aber nicht verschreien fahren. Ist jetzt natürlich wieder ein relativ ereignisarmes Rennen. Das wird in der nächsten Saison, wenn ich da was mache mit der KI etc., sicherlich anders. Aber wie gesagt, hier, ich bin froh, ist es ereignisarm. Wow, Butler hat 8 Sekunden Rückstand auf uns. Okay, ich muss einfach gucken, dass jetzt Verstappen nicht näher kommt. Es sind doch noch 5 Runden. Da kann dann doch noch das eine oder andere, je nachdem, passieren. Ich hoffe mal nicht, dass es so ist, aber... So, ich gucke gebannt auf die Zeitmessung. Uiuiui, eieiei. Funktioniert es doch noch? Ich hätte es ehrlich gesagt vor dem Rennen nicht gedacht, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass Weber zurückfällt. 3,7 Sekunden. Jetzt ist Butler wieder auf der 3. Ich gucke immer mit einem Auge nach da oben. Das sollte ich lassen. Ich sollte mich hier tatsächlich auf die Strecke konzentrieren. So, und es werden immer weniger Runden. Ja, wir sind im Zweistelligen. Und es sieht immer noch gut aus. Was macht denn der Herr Weber? Ich möchte es gar nicht wissen. Solange er irgendwo hinten rumdümpelt, dümpel. Mach mal, einfach dümpeln. Ist auch ab und zu mal schön. Ja, zu spät gebremst. Dafür kann man dann jeweils hier ein bisschen früher Stoff geben. Ja, ERS ist auch wieder bestens. 9 Sekunden Butler hinter uns. Also, das ist ordentlich. Der Verstappen, der nervt halt tatsächlich mit seiner ollen Angriffigkeit. Da habe ich jetzt nicht mehr geguckt. 3-4 waren es mal. Würde natürlich einen Anhaltspunkt geben, ob wir das hier ins Ziel retten können. Wenn wir jetzt wissen, wie viel Abstand Herr Verstappen hat, werden wir spätestens bei Startziel natürlich wieder wissen, ganz klar. Und hier habe ich halt wirklich Respekt, dass ich mich drehe, wenn ich zu viel Gas gebe. Deswegen gehe ich hier immer ein bisschen sanfter rüber. Wie gesagt, solange ich nicht den Druck habe, wie in ihrer Gas geben zu müssen, wegen Verstappen, kann ich mir das natürlich auch leisten. Dass ich das hier ein bisschen sanfter mache als nötig. Wenn ja, wenn es eben nötig wäre, ja, nötig, wenn es eben nötig wäre. So, die 11 haben wir. Da sieht es immer noch gut aus. Oh, eine schnellste Runde noch hingelegt. Ja, hatten wir ja sowieso schon. Ah, komisch, das hat sich irgendwie gar nicht so schnell angefühlt. Aber okay. Manchmal fühlt es sich halt auch nicht so an und trotzdem, man hat halt irgendeine Kurve besser erwischt als die Runden davor und schon hat man die schnellste Runde. Welche das ist, war, weiß ich nicht, vielleicht die hier ein bisschen weiter anfahren, dann hat man mehr Platz, um zu beschleunigen. Kommen wir mit dem Benzin noch raus. Ja, das passt perfekt. Ich habe leider keine Zeit von Verstappen gesehen. Er scheint aber doch ziemlich weit hinten zu sein. Leute, ist das jetzt echt die Fahrt zum WM-Titel? Ich kann es nicht glauben. Also vor allem wirklich nicht mal, dass wir jetzt hier gewinnen. Das war die Voraussetzung. Dafür habe ich jetzt hier irgendwie auch ein paar Trainings gemacht. Muss ich zugeben. Also was heißt, muss ich zugeben? Was waren das? 10 Runden, irgendwie sowas. Ein paar Settings getestet und das scheint sich tatsächlich gelohnt zu haben. Nur die Zeit habe ich nicht immer. Ihr wisst das. Aber hier war es mir klar, das muss ich. Also wenn ich jetzt Weltmeister werden will... 6 Sekunden hat der Rückstand. Habe ich das gerade richtig gelesen? Leute. Der hat 6 Sekunden Rückstand? Ah, was macht der denn? Ach, das ist ja wunderbar. Ach, wenn jetzt nicht tatsächlich plötzlich der Weber da noch drin steht in der 3 oder auf der 3, na, dann kann ich dann aber schon das Singen anfangen. Ach, wie schön. Gibt's ja nicht. Und vor 4 Rennen hätte mir keiner erzählen müssen, dass wir tatsächlich noch Weltmeister werden. Da bei dem Regenrennen und so weiter. Eieiei. Aber es ist halt im Fußball. Fertig ist es erst, wenn es fertig ist. Sprich, wenn die Saison rum ist, wenn man alle Rennen gefahren hat und nicht schon 3-4 Rennen davor. Boom, Motorschaden. Das wäre ja auch was. Boah, ja, da müsste ich, glaube ich, mit Ferrari schimpfen. Die würden aber wahrscheinlich auch mit sich selber dann schimpfen.
So, ich kann ERS tatsächlich nochmal stehen lassen. Zwei Runden haben wir noch. Okay, den Abstand zu Butler, den vergrößern wir. Das ist aber eigentlich irrelevant. Mir ist lieber, der Butler ist ein bisschen schneller, weil ich weiß nicht, wer hinter Butler ist. Ihr ahnt, worauf ich hinaus will. Also Butler soll ein bisschen Gas geben, damit er auch wirklich Dritter wird. Hätte er sich verdient. Sage ich jetzt mal. Uiuiui. Jetzt nicht euphorisch werden, das ist gefährlich. Es ist wirklich noch nicht zu Ende. Ich muss aufpassen. Irgendwo dann habe ich einen Dreher und dann ist das Ganze gegessen. Oder ich kürze mal wieder so ab, dass die Rennleitung findet, das schneidet noch eine Strafe. Es sind 6,3 Sekunden, die Verstappen Rückstand hat. Was hat der Gute denn gemacht? Naja, wir wollen es nicht wissen. Wir nehmen das natürlich dankend an. Bestens. Und dem Butler. Bitte gib alles. Echt jetzt. Nicht, dass der dann denkt, och, da werde ich aber lieber Vierter, wenn hinter mir Weber ist. Dann könnte der den Heisi noch schlagen. Das wäre dann dieses Konkurrenzdenken. Ich weiß nicht, ob sie das einprogrammiert haben. Das wäre natürlich ganz, ganz tragisch. So, auf. Ne, doch noch nicht. Ich wollte gerade sagen, auf in die letzte Runde. Das haben wir noch nicht, aber wir haben noch zwei Runden. Etwa drei Runden kommen wir mit dem Benzin noch raus. Ja, das passt. Das lassen wir alles eingestellt. Oder wisst ihr was? Wir gehen hier mal ein bisschen runter. Wir brauchen es nicht, dann muss ich es nicht riskieren. Letztlich haben wir ein Leck im Tank und dann stehen wir ohne Benzin da und dann ist das Ganze auch entsprechend natürlich gegessen. Schön mit den Palmen hier. Also mir gefällt es hier. Hier fahre ich gerne. Ja, zu Butler, da machen wir, glaube ich, eine Sekunde gut pro Runde. Also faszinierend schnell eigentlich. Und das ist natürlich auch das Auto. Das darf man nicht vergessen. Dieser Ferrari ist praktisch fertig entwickelt. Also wir haben beim Fehbau, meine ich, nicht mehr. Nichts mehr. Ja, vielleicht noch ein bisschen beim Getriebe, aber sonst passt das eigentlich alles. Sehr gut. Wie gesagt, das hier, ich weiß, ich könnte das schneller fahren. Also das könnte ich auch, einfach aggressiver. Muss ich aber nicht. Wenn der 6 Sekunden Rückstand hat, das ist genau das, was ich wollte. Dass ich am Schluss hier nicht irgendwie davon fahren muss. Und hier diese Passagen alle aggressiv nehmen muss. Weil hier ist dann auch der ein oder andere Drehwurm versteckt. Wenn man die Curbs falsch nimmt. Das weiß ich noch aus früheren Rennen. So, auf zur letzten Runde. Das ist deine letzte Runde, die letzte Runde des Rennens. Ja, und wir sind auf dem Podest, ich weiß. Das wäre jetzt noch das Beste. Oder du bist in den Top 10, das wäre auch nicht schlecht. Nein, wir sind tatsächlich führend in Abu Dhabi mit 6 Sekunden Vorsprung. Und da nirgends ein Herr Weber ist, auf Platz 1 und 2 und 3. Nein, er ist auf der 3! Nein, seht ihr das? Oh Gott, nein, er hat zugeschlagen. Oh nö, was für ein Hitchcock-Krimi, Dingens. Oh nö. Wo kommt denn der jetzt her? Das ganze Rennen über war er weg. Ich hab's doch gesagt, in der letzten Runde kommt er. Oh, und wenn er jetzt Verstappen noch holt, dann ist Feierabend. Dann war's das mit dem WM-Titel, dann ist Weber Weltmeister. Verstappen, wehren sie sich. Und Damon Butler, echt, schäm dich. Schäm dich, Butler. Was für eine Gurke, dieser Butler. Was für ein Lauch. Oh nö. Ja, ja gut, dann jetzt wird es aber ganz interessant, weil wir haben tatsächlich dann genau gleich viele Punkte. Wir haben noch die schnellste Runde, wir haben 26 Punkte. Boah, oder wie schön wäre es jetzt halt, wenn Butler nochmal angreifen könnte und den Weber nochmal holt. Weil jetzt sind wir 1:1 Punkte gleich. Und jetzt weiß ich nicht, was passiert, was entscheidet. Wir werden es rausfinden. Während wir hier tatsächlich als Sieger durchs Ziel fahren werden. Oh nö, in der letzten Runde. Ich habe aber auch immer Probleme in der letzten Runde und Pech. Entweder überholen mich zwei, so wie beim Regenrennen oder so wie beim vorletzten, dass ich noch abkürze und den Sieg verspiele. Und jetzt hier verspielt sich sozusagen die sichere WM, weil plötzlich Weber noch auftaucht. Jetzt. Fantastisches Rennen. Der Weltmeistertitel gehört dir. Was für ein Ergebnis. Genieß es. Cool. Jetzt wie das denn? Oh, wir haben es doch noch geschafft. Yes. Cool. Ja, da mache ich meine Dreher. Die Reifen braucht kein Mensch mehr. Wow. Nein. Das höre ich gerne, obwohl ich dich fast nicht verstehe, weil es so laut ist. Ferrari hat das Rennen noch gedreht. Ein großartiger Sieg.
cool. Aber ich möchte gern wissen, warum. Denkst du, wie sie dieses Resultat erzielen konnten? Der Fahrer stach eindeutig heraus mit reichlich Selbstvertrauen auf der Strecke. Ich denke, die Fähigkeit, selbst in hektischen Situationen im Rennen Ruhe zu bewahren, hat ihm ermöglicht... Ha, ein schönes Gefühl. Ja, da wird geknuddelt und gemacht. Aber eben, ich möchte jetzt auch die Auflösung. Ich hoffe, man sieht das irgendwie, warum wir vor Weber sind. Weil, wie gesagt, Punkte haben wir jetzt gleich viel. Oder hat es Weber hinten noch rausgekugelt? Ist er doch nur Vierter geworden? Schauen wir uns an, welche Auswirkungen dieses Ergebnis auf die Fahrerwertung hat. Okay. Heute können wir auch einen neuen Weltmeister, der ihm die Führung nicht mehr zu nehmen sein wird. Was ja, ist das letzte Rennen. Was für ein großartiges Jahr für die Formel 1. Wir haben heute einige beeindruckende Talente auf der Strecke gesehen. Stefan, aber wer ist für dich der Fahrer des Tages? Meine Wahl wäre Lance Troll. Er konnte ein wir warten. Ich nehme noch einen Schluck Wasser. Und dann, gucken wir uns die Rangliste an. Nun endgültig von der Konkurrenz abgesetzt und ist nicht mehr einzuholen. Haben wir auch schon länger. Der Sieg in der Konstrukteursweltmeisterschaft ist ein weiterer Triumph für das italienische Team. Also Stefan, damit endet ein weiteres fantastisches Rennwochenende. Vielen Dank an alle, die mit dabei waren. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Okay, ja gut, dann würde ich sagen, lasst uns mal runtergehen. Wie sieht das hier genau aus? Habe ich falsch gerechnet oder was hat am Schluss den Ausschlag gegeben, dass wir vor Weber sind? Da, genau gleich viele Punkte. Leider steht nicht warum, aber ich glaube, es hat tatsächlich damit zu tun, was man an Pole Positions hatte. Da hatten wir offensichtlich mehr als der Herr Weber. Ja, ist bitter für den Lukas. Tut mir ein bisschen leid, aber wir hatten es in der letzten Saison ähnlich. Wir hatten einen Punkt zu wenig, um Weltmeister zu werden. Er hat eigentlich genug Punkte und trotzdem haben wir die Nase vorn. Da kann ich nicht mehr viel dazu sagen, außer Paisa Juche. Was für eine erfolgreiche Saison. Trotz ein paar komischen Rennen, aber das hat Spaß gemacht und das war nur noch cool. Wir haben mit der KI rumgebastelt. Wir haben noch ein paar unnötige Punkte abgegeben, indem wir die KI zu stark hatten. Und trotzdem hat es am Schluss noch gereicht. Sehr schön. Ich freue mich natürlich. Ich freue mich sogar sehr. Ich würde sagen, wir gehen noch eins weiter. Also sprich, dass wir hier gucken. Da wird es ja noch ein Interview etc. geben. Das nehmen wir noch mit. So oft wird man dann doch nicht Weltmeister in der Formel 1. Kein guter Tag heute da draußen. Sprechen wir darüber, was passiert. Was hat sie gesagt? Sie stehen an der Spitze der Kein guter Tag, oder was? Sind Sie glücklich oder spüren Sie bereits den Druck? Ist irgendwie irrelevant. Dieses Mal hat Lucas die Führung in der Meisterschaft gekostet. Ja. Wie sehr wird er enttäuscht sein? Fairness erhöht, okay. Klasse, das war dann alles. Ja, danke fürs Gratulieren zum WM-Titel. Hat sie, glaube ich, noch nicht mitgekriegt. Ist aber egal. Ferrari müsste es mitgekriegt haben. Gibt es jetzt noch... Das ist schlecht, wenn die da steht. Normalerweise schmeißen sie uns dann raus. Aber ich glaube nicht, dass wir rausgeschmissen werden, wenn wir gerade Weltmeister wurden. Wir gucken uns mal an, was die Emma meint. So, das ist alles okay. Jawohl, du hast die Fahrerweltmeisterschaft gewonnen. Eine tolle Saison. Deine Leistungen waren gut. Und das gibt uns mehr Spielraum bei Vertragsverhandlungen. Und meine 10% lohnen sich auch mehr. Also genießt die Pause. Und nächstes Jahr weiter so. Ja, so lange warten wir nicht. Hey, Glückwunsch zum Treppchen. Das Dankeschön. Hast du dir verdient. War nicht nur ein Treppchen. In den letzten Runden haben wir in der Boxengasse ganz schön geschwitzt. Aber du hast uns die Platzierung nach Hause gefahren. Ja, ich habe die Platzierung nach Hause gefahren. Wir sind Weltmeister geworden. Es hat doch noch geklappt. Ich hätte nicht mehr dran geglaubt. Also eigentlich gar nie mehr, nur immer gehofft. Und dann hat es tatsächlich noch geklappt. Wie schön ist das denn? Gut, jetzt zurück zum... wie geht's weiter? Ist eigentlich relativ einfach. Wir werden hier in der nächsten Folge Vertragsverhandlungen beginnen mit Ferrari. Dann werde ich mit der KI raufgehen. Ich muss gucken, wie hoch. Also sicher auf 80 mindestens. Und ich werde mal gucken, ob ich nicht vielleicht eben bei den Schwierigkeiten oder bei den Hilfen noch was ausstellen kann. Zum Beispiel eben die Ideallinie. Da kommt der größte Teil weg. Das wird nur noch in den Kurven sein. Ich hoffe, ich denke dran. Und eben, ich gucke mal noch mit der Traktionskontrolle, ob ich die ganze ausschalten kann. Ob ich dann doch noch halbwegs über die Piste komme. Das werde ich mal noch testen heute Abend. Heute habe ich eine Stunde Zeit. Und genau die werde ich dafür nutzen, dass ich diese Tests mache. Gut, liebe Freunde, ich danke euch fürs Zusehen. Ich hoffe, euch freut das auch ein bisschen, dass wir jetzt Weltmeister sind. Das gehört ja euch auch ein bisschen, ganz klar. Danke für die Unterstützung, danke fürs Zugucken, danke fürs Anfeuern. Okay, dann steht eine weitere Saison an. Ich habe, glaube ich, bei der letzten gesagt, ist die letzte. Ja, war es nicht. Aber die, die jetzt kommt, ist vermutlich dann tatsächlich die letzte. Außer mich reitet irgendwas Wildes und am Ende der Saison sage ich dann tatsächlich nochmal, wir machen weiter, wir gucken. Solange es mir Spaß macht, werden wir das spielen und ich finde das Spiel immer noch grandios.
So, vor allem jetzt, wo ich Weltmeister bin. Danke fürs Zusehen. Dann hoffe ich, wir sehen uns ja im nächsten Video wieder. Dann beginnt die neue Meisterschaft. Der Weltmeister sagt Tschüss zu den Weltmeister-Fans. Bye, bye. Tschüss.